Moin Freunde, DND ist wieder hier. Also ich empfehle euch jetzt auf jeden Fall schon mal, holt euch Kaltgetränke, was zu knabbern und gönnt euch dieses Video. Das ist wieder mal eine 12 von 10 Perle. Das legendäre, gerade sehr gehypte Haus des Vertreters. Absolute Perle. Komplett eingerichtet, nicht zerstört, kein Vandalismus. Absolut geil hier. Und ich würde sagen, wir fangen auch schon gleich an. Ihr habt ihr erstmal. Hier ist die Haustür. Ne? Hier ist man reingekommen. Da haben wir gleich eine alte Singermaschine. Dann sind wir hier im Flurbereich. Hier sieht das ja noch aus wie quasi gestern erst verlassen. Hier noch die ganzen Jacken. Dann zeige ich euch gleich schon mal das erste Highlight, wenn man hier reinkommt. Ein eigener Pool, in dem sogar noch das Wasser drin ist. Hier haben wir ein Solarium und eine Sauna auch noch mit dran. Hier sind noch die Steine drinne. Zeus etc. liegt hier noch rum. Aber der Pool ist der Hammer. Ich hoffe, der kommt größentechnisch hier so ein bisschen rüber. Sind auf jeden Fall ein paar Meters. Absolut geil. Hier ist noch eine Dusche. Hier über mir sind erstmal Reitsättel. Da eins, zwei. Ich zeige euch gleich nochmal von oben. Hier sind die Schuhe noch alle im Schuhregal drin. Zieht euch das rein. Absolut krass. Hier geht's weiter. Aber wir gehen jetzt mal hier lang. Hier ist der Hauswirtschaftsraum. Hier ein legendärer Merkur-Spielautomat. Mit D-Mark-Preisen noch dran, da könnt ihr sehen. Absolut krass. Hier noch ein alter Farbfernseher. Zwei Videorekorder. Hier noch ein dritter, glaube ich sogar. Der gute alte Kobold vom Vorwerk steht hier auch noch rum. Hier noch zum Trainieren. Eine kleine Hantelbank. Hier ist die Werkstatt. Hier ist das jetzt, glaube ich, was mit dem Pool zu tun. Hier in der Werkstatt auch noch alles eingeräumt, nicht wirklich durchwühlt. Da oben steht noch eine alte Anlage. Sämtliche Werkzeuge sind noch hier. Da die ganzen Gartengeräte. Absolut krass. Absolut krass. Absoluter Knaller. So, es kommen noch mehr Highlights. Hier ein Gästebad. Schön in grün gehalten. Mit Pissoir. Und Toilette. Das Pissoir finde ich legendär. Von der Form her. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier.
Was das hier war, kann ich euch nicht so unbedingt sagen. Hier komme ich auch nicht wirklich rein. Hier sind noch Spiele drin. Da hinten ist eine Couch. Ja, da noch ein alter Spiegel. Ich weiß nicht, was das hier war. Schwer zu sagen. Hier noch eine alte Kommode. Hier kommen wir in den Küchenbereich. Hier gibt es zwei ganz krasse Sachen. Erstens, der Kühlschrank ist noch befüllt. Hier eine Flasche Champagner, Cola. Die meisten Sachen sind 2016 abgelaufen. Absolut krass. Stinkt auch nicht so doll, wie ich erwartet hätte. Hier zeige ich euch noch was Krasses. Hier ist der Geschirrspüler. Und selbst der Geschirrspüler ist noch voll. Komplett eingerichtet. Da stellt sich mir wieder die Frage, warum wurde das so schlagartig verlassen? Hier wieder der Weihnachtsschmuck. Vielleicht mal wieder zur Weihnachtszeit verlassen worden. Hier ist der nächste Knaller. Jetzt bin ich fast gestolpert. Ich muss mal gucken, ob ich hier einigermaßen um die Ecke komme. Wartet mal kurz. So. Hier, guckt euch das Haushaltsregal an. Komplett voll. Mit Konserven etc. Hier, Himbeerschnaps. Rumpunsch, Bolognese. Auch. Na, komisch. 1.2020 abgelaufen. Hier alles schon am Schimmeln und so weiter. Hier das riesige Weinregal. Seht ihr die ganzen Flaschen hier? Alle noch voll. Man stellt ja keine leeren Flaschen da rein. Alle noch voll gefüllt. Hier auch noch zwei große Flaschen. Hier ist eingemachtes. Apfel 95 steht da drauf. Stachelbeere 96. Zwetschgen 92. Hier 2014 Burgundersoße. Aber das neueste war hier das Glas. Januar 2020. Also kann es noch gar nicht so lange lost sein. So, gehen wir mal weiter. So. Ah, leere Kartons. St. Michaelis Getränke. Kiste. Schlafzimmer. Hier hängen noch die ganzen Klamotten in den Schränken. Hier ein riesengroßes Bett. Die waren früher mal richtig teuer mit dem Radio in der Mitte. So ein riesengroßes doppeltes Ehebett. Sehr, sehr krass. Und was sagt ihr zur Location? Also ich sag auf jeden Fall eine 12 von 10. Hier kommen wir jetzt in den Wohnzimmerbereich, der auch sehr, sehr geil ist. Hier geht das so zwei Stufen runter in die erste Couch-Ecke, die ihr jetzt seht. Videorekorder steht da noch. Hier ist noch der Kamin.
Absolut unberührt hier noch, wie ihr seht. Nichts durchwühlt, klar sind ein paar Schränke hier offen, aber nichts ist hier rausgerissen oder so. Hier noch richtig eingestaubte Weinbrandflaschen, Scotch Whisky. Alter, der ist bestimmt auch schon gut was wert. Zinnlöffel. Hier haben wir das Hauptwohnzimmer. Selbst hier ist alles noch im Schrank drin. Hier könnt ihr mal kurz einen Rundumblick haben. Schnapsbar gefüllt. CDs noch da. Hier ohne Ende Platten. Bücher. Die Gläser sind alle noch komplett eingeräumt. Nichts ist hier durchwühlt. Da sind die Bücher noch da. Die Schränke sind alle gefüllt. Absolute Hammer-Location, oder nicht? Es geht jetzt noch eine Treppe nach oben. Hier haben wir soweit alles gesehen. Hier haben wir soweit alles gesehen. Und dann sehen wir uns oben. Hier geht die Treppe hoch. Scheint ein Pferdeliebhaber gewesen zu sein. Das würde auch die Sattel hier erklären, die hier sind. Die beiden. Da haben wir noch ein riesengroßes Wildschweinfell, glaube ich. Reitersachen, Reiterhelm. Hier kommen wir jetzt in den Dachbodenbereich. Hier als allererstes erstmal noch ein richtig geiles uraltes Radio. Hier stehen noch hunderte Weggläser. Hier noch zwei alte Fernseher. Die Fernsehfreunde werden sich freuen, dass es hier so viele Fernseher gibt. Hier guckt euch das an, sogar ein Samsung Farbfernseher. Hier sind noch die Fernbedienungen. Dazu. Hier steht noch eine alte Ledercouch in der Ecke drinne. Waschbecken. Hier oben gibt es dann nicht so viel zu sehen. Da oben ist der Kriechkeller. Hier könnt ihr ja mal kurz gucken. Also vom Zustand her eine mit der krassesten, wenn nicht sogar die krasseste Location, die ich je gesehen habe. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ich finde es absolut legendär. Sowas hier bei uns noch zu finden, das ist fast wie ein Sechser im Lotto. Und ich sage euch eins. Ich gebe dieser Location hier kein halbes Jahr, obwohl sie noch nicht so bekannt ist. Sie ist auch noch auf keinen Karten zu finden, etc. Aber obwohl die Location noch nicht so bekannt ist, denke ich mal, sieht das hier in wenigen Wochen schon echt sehr, sehr zerwühlt aus. Deswegen habe ich mich beeilt, Entschuldigung, dass ich hier nochmal herkomme, bevor die ganzen Vandalen hier wüten, alles durchwühlen, klauen und so weiter. Ich denke, hier gibt es nicht mehr so viel zu sehen. Die geilsten Highlights habt ihr gesehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, eure NDRs sind am Start. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.